Hallo ihr Lieben, hier ist Jana von janasbastelwelt.de. Heute mit einem schnellen Goodie für die Halloween-Zeit. Und ich gehe zu, ich liebe ja diesen Textstempel. Und der musste einfach zum Einsatz kommen. Und als ja, Katzenbesitzer gibt es dann auch eine Katze da drauf. Das ist auch wirklich recht zügig gemacht. Dazu brauche ich natürlich einmal meinen Papierschneider. Und ein Stück schwarzen Farbkarton mit den Maßen 21 x 5 cm. Oder wenn man mehr aus einem Bogen DIN A4 Papier rausbekommen möchte, einfach 21 x 4,95. Also so ein Hauch weniger, dann geht das gut auf. Und der wird dann gefalzt bei, also auf der langen Seite bei 9,5 cm und bei 11,5 cm. Dann nehme ich hier die Superstanze gewellte Anhänger. Die ist ja so ein richtiges Allround-Talent. Schieb das bis zum Ende rein, das Papier. Und stanz das. Dann habe ich hier ein Stück Designpapier von dem neuen Halloween-Designpapier-Paket mit den Maßen 7,5 x 4,7 cm. Klebe ich jetzt einfach hier auf. Guck halt, dass der Abstand möglichst gleich ist. Die Falzlinien kann ich auch schon einmal nachknicken, wenn ich möchte. Dann habe ich hier die Katze ausgestanzt mit der neuen Katzenstanze. Und klebe jetzt auch die hier auf. Ja, dann komme ich einmal zu besagtem tollen Textstempel. Der ist aus dem Set Nacht der offenen Tür. Nehme ich mein Archiv-Stempelkissen, stempel dann einmal auf flüsterweißen Farbkarton. Die Archivtinte empfehle ich immer, das direkt vom Stempel wieder runter zu putzen. Hoppala, es wackelt jetzt vielleicht gerade ein bisschen. Also ich mache das hier immer in dieser Schrubbkiste. Ich zeige die mal kurz. Da kann man den Stempelreiniger reinsprühen. Einmal über die angesprühte Stelle das schubbeln und dann über die trockene Seite. Und dann hat man den Stempel nämlich direkt wieder ganz wunderbar sauber und kann den direkt wegräumen. Ebenfalls wichtig bei der Archivtinte auf Flüsterweiß, der einen Moment Zeit geben zum Trocknen, sonst verwischt das Stempelmotiv. Die braucht einen Moment länger zum Trocknen. Dafür hat die einfach so ein richtig, richtig schön knackiges Schwarz. Meiner Meinung nach gibt es tatsächlich Schwarz und Schwärzer und die hier ist schwärzer als Memento zum Beispiel. Das stanze ich mit der 1 Zoll Kreisstanze aus. Und dann wollte ich halt gerne einen schmalen Rahmen in Schwarz noch darum haben. Das passt nicht mit einer anderen Handstanze, aber der kleinste von den Kreisframelits passt da perfekt. Deshalb habe ich da sozusagen Handstanzen und Framelits gemischt. So, dann wird auch das aufgeklebt. Habe ich jetzt ein Dimensional hintergesetzt. Und das hier so aufgeklebt, dass das so ein bisschen über diesen ersten Bogen sozusagen geht, von der Stanze gewählte Anhänger. Und dann habe ich dieses super schöne schwarze Band. Ich hoffe, man kann das gut sehen, dass wenn meine Kamera das scharf stellen würde, würde es vielleicht besser klappen. Versuchen wir es mal so. Genau, jetzt haben wir es. Das schimmert so ganz, ganz herrlich. Das habe ich dann einfach hier durchgezogen. So ein bisschen schräg abgeschnitten. Und festgetackert. Den Stampin' Up-Tacker gibt es zwar nicht mehr, aber da kann man natürlich auch jeden anderen Tacker nehmen.
Ja, und dann packt man hier einfach die Süßigkeit rein. Kann man hier so einfach zwischenschieben. Wenn man das auf den Tisch stellt oder so, ist das auch kein Problem. Wenn man das jetzt verschickt, könnte man das noch alternativ vielleicht ein bisschen da drin festkleben. Wobei ich sagen muss, die Gluder zum Beispiel, die man dafür generell gut nehmen könnte, kleben natürlich auch ganz extrem. Da ist fraglich, ob man das ganze Heile wieder rauskriegt. Deshalb haben jetzt die Teilnehmer an meiner Sammelbestellung die Schoki einfach so da reingesteckt gekriegt. Kann natürlich sein, dass sie dann auf dem Postweg da rausfällt. Aber so kann man wenigstens die Verpackung heile lassen und die Schnuckerei trotzdem entnehmen. Ja, es war ein kurzes, schnelles Video. Ich bedanke mich herzlich fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Mal. Tschüss!